Leute. Moin, moin. Seid gegrüßt. Das Team von Noisecheck ist zurück. Ja, und zwar im, ist schon Hochsommer? Ja. Ich merke es an meiner Jacke. Ja, es ist ein bisschen irritierend. Es ist einfach Sommer, und aber wir müssen trotzdem uns in Übergangsmontur schmeißen. Ja. Aber wir drehen trotzdem. Ja. Ja, wo drehen wir, Axel? Wir sind heute ein bisschen weiter rausgefahren tatsächlich. Wir haben die S3 genommen vom Hauptbahnhof, ja, und sind bis Wilhelmsburg gefahren. Bis mitten auf die Elbinsel. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann sind wir erst ein Stück gelaufen, weil es hier einen Bus gibt, der aber nur sonntags nur einmal die Stunde, stimmt, fährt. Und den haben, dann sind wir ein paar Haltestellen gelaufen und dann haben wir den Bus eingeholt und sind jetzt hier beim Heukenlok ausgestiegen. Beim Heukenlok. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns hier gleich mal einen Zugang und später mehr, ne? Genau. Okay. Boris, das sieht richtig schön aus hier. Schöne alte Bäume, Schilf oder was das ist. Im Hintergrund hört man die Autobahn, die ist direkt hinter uns. Das ist die A. Das ist tatsächlich so, ja. Wie ist das? Die A1. Ne? A1, okay. Links der Deich. Und wir gehen jetzt eigentlich direkt an dem Gebiet entlang. Ja. Sind aber noch nicht drinne. Nee, genau. Wir sind jetzt hier, wir gehen in Richtung der Bunthäuser Spitze. Da haben wir ja auch schon mal zwei Völkchen gedreht. Wir blenden gleich mal die Karte ein zur Orientierung. Da ist ein Eingang, Boris. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Schön. Wir haben den Einstieg gefunden, ja. Ja, ganz unverhofft. Hier auf dieser Brücke stehen wir jetzt. Und es ist einfach, ja, kann man sagen, Natur, ne? Natur pur. Ist toll. Ja. Bin ganz überrascht. Wenn die Autobahn im Hintergrund nicht so leise säuseln würde. Ja, man hört so diese Düdüm, ja, den Asphalt. Ja. Weil hier ist es total still. Man hört halt nur den Wind durch dieses Gras so rauschen. Das ist nicht schön. Ja, wir sind hier, Boris, ich weiß nicht, ob du es wusstest, tatsächlich in einem der letzten Tiederauenwälder Europas gelandet. Tiederauenwälder, ich habe das Wort auch noch nie gehört. Also Tiede, nee, sagt mir was. Das sind halt Wälder mit Salzgehalt im Wasser und das liegt eben an der Meernähe. Okay, also hier ist und quasi Tiede ist Salzwasser eben, genau, ja, geführt. Tiede ist halt, ne, genau, Salzwasser geführt und circa 100 Mal pro Jahr ist das hier überflutet, weil wir hier auch noch ein bisschen die Gezeiten haben aus der Nordsee. Dann drückt das hier rein und das ist ja hier am Nordufer der Süderelbe, wir hier gerade auf der Elbinsel. Ja. Und es ist nicht so weit zum Meer und man merkt es eben. Ja. Klasse. Ist ganz schön, ne? Ja, ich bin echt gespannt. Also die Brücke führt hier noch so ein paar Meter und dann geht es so richtig hier rein in dieses Gras, ne? Mhm. Bin gespannt. Ja. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Gut. Also ich muss sagen, ich bin völlig begeistert. Wow. Das hätte ich nicht gedacht, das ist ja der Hammer hier. Na Mann, ey. Also Wahnsinn. Also ein paar Meter nach der Brücke geht's richtig los. Ja, auch schon auf der Brücke, ne? Also dieses hohe, übermannshohe Schild. Ja, stimmt, stimmt. Man kam da kaum durch. Und hier, ich habe zwischendurch gedacht, das war also so, als ob man sich in Asien durch irgendeinen Regenwald kämpft, ne? Also wirklich. Stimmt. Herrlich. Ja, toll, Boris. Völlig unerwartet. Mensch, das ist richtig schön hier, Boris. Ja, total. Das ist herrlich, das ist eine ganz eigene Welt hier, ne? Mhm. So. Ich finde, man merkt, dass das ein Gebiet ist, was häufiger überschwemmt ist vom Wasser. Weil das so feucht ist hier, ja, ne? Ja, genau. So ein eigenes Kleinklima. Ja, apropos überschwemmt, man sollte als kleiner Tipp von Noisecheck für euch, wenn ihr hinfahren wollt, ihr solltet im Internet mal den Pegelstand der Elbe checken, das kann man nachlesen. Weil, wenn man sonst hier hinkommt, den Weidenweg auf sich nimmt und es ist überflutet, dann wäre das schade. Dann kommt man hier nicht rein ins Gebiet, ne? Ja. Ja, apropos weiter Weg, Boris.
Es war ja so ein bisschen schwierig für uns hier. Total, ne? Ja. Es ist halt unser zweiter Anlauf hier, das Heukenloch zu erobern und euch zu zeigen. Und das erste Mal vor, ich weiß nicht, ist auch schon ein paar Wochen her, ne? Mhm. Das war ja so ein kleines, ich will nicht sagen Desaster, aber für Neuscheck ungewöhnlich, dass wir halt aufgegeben haben. Ne? Wir haben wirklich beim ersten Mal hier aufgegeben. Was ist da alles schiefgelaufen? Ja, das größte Problem war der Schienenersatzverkehr, der S3. Das war am Wochenende, da fuhr die S-Bahn nicht. Und dann musste man mit so einem Bus fahren und bis man dann in Wilhelmsburg war. Ja, und Katastrophe. Das war dann nicht synchronisiert mit dem Bus, der dann hier rausfährt. Und der fährt nur einmal die Stunde. Und wir waren mega spät hier. Dann ja, richtig angenervt schon und haben dann einfach quasi ja, die Rückreise gleich angetreten, postwendend am Deich. Ne? Und sofort wurde die Laune besser. Ne? Ja, stimmt. Es war, ja. Ja, und jetzt heute war das ja auch irgendwie, also... Es war auch nicht so einfach. Es war nicht so einfach irgendwie, ne? Mhm. Und, aber es lohnt sich. Also, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, es ist so, war eine richtig schöne Überraschung heute. Ja. Oder ist eine schöne Überraschung. Axel, ich sehe den Deich. Oh ja, wir sind wieder raus, ne? Ja, es ist auch ein Getüll, Wahnsinn. So zugewachsen, ja. Da sind wir wieder am Deich. Mensch, das war toll. Und man konnte sogar einmal so rund gehen. Man musste nicht umkehren oder so. Man kann einfach durchgehen. Ja, kommt man vorne fast an der Bunthäuser Spitze, kommt man wieder raus. Muss halt wirklich sagen, es ist jetzt gerade sehr zugewachsen. Ja. So, aber man muss so ein bisschen, wie soll man sagen, so umgebungsfest sein, ne? So ein bisschen naturfest. Ja. Aber wir sind tatsächlich auch einigen Menschen begegnet, ne? Nicht sehr vielen, aber so zwei, drei Grüppchen haben wir da getroffen, ne? Ja, stimmt. Aber ansonsten doch angenehm, man kommt gut runter, es ist nicht total überfüllt, total. Es ist jetzt auch hier ist nichts los, also wirklich schöner Ausflug, ne? Wie lange geht man da durch? Also richtig lang ist es nicht, ne? Es ist eher so ein netter Spaziergang, vielleicht, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, was schätzt du? Ja, ne? Sowas, ne? Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt für die Ereignisse links und rechts und die Bäume, die da stehen und Insekten angucken, so. Hm. Ja, sehr entspannt auf jeden Fall. Man kann das vielleicht dann, wenn man länger laufen will, dann kann man das kombinieren, dass man halt nur bis Wilhelmsburg fährt und ab da schon läuft oder irgendwie so hier über den Deich dann noch zurück, irgendwie sowas. Ja, kann ich echt empfehlen, genau. Ja, was bleibt? Ja, was haben wir gesagt? Arealgröße ist eher klein. Auf jeden Fall, ist Hinkommen, eher klein, genau. Nicht so einfach, aber geht irgendwie auch. Also man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren, aber man muss halt ein bisschen vorher nachgucken. Genau, das ist eigentlich das Wichtige. Vorher ein bisschen planen, das schon. Ansonsten, Konsumfaktor gibt es hier natürlich gar nicht. Ja, ne? Das ist Stullen null. Auf jeden Fall einpacken. Genau, ja genau, Verpflegung mitnehmen ist gut. Und ansonsten einfach einen schönen Nachmittag hier planen, ne? Ja, also Erholungsfaktor fand ich ziemlich hoch. Ja. Also sehr, und sehr vielleicht schön. Lange Hosen, auch wenn es wärmer ist als heute, lange Hosen anziehen, weil doch Brennnesseln den Weg säumen, ne? Links, ja, eigentlich auch oben. Also, ja, stimmt. Das sollte man schon machen. Ja. Und dann einfach, würde ich sagen, eine gute Zeit hier haben, ne? Ja. Ja. Alright. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Was machen wir jetzt noch, Boris? Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir zur Bunthäuser Spitze da nochmal kommen, weil es ist nicht so weit. Stimmt, ja. Cool. Sehr schön. Also Leute, schönen Sommer, haut gute rein, Zeit. Bis dann. Bis bald. Tschüss.